Da hockt man auf dem Klo, denkt sich nichts Böses. Wenn ich dich nuttig mag, mag ich dich immer nuttig. Ich bitte und hoffe wirklich sehr, dass deine Antwort verdammt gut ist. Denn ich bin der Meinung, dass das, was du da gerade von dir gegeben hast, jetzt schon komplett falsch ist. Damit eine Frau beziehungsfähig ist, muss sie sich oft verändern bzw. anpassen an ihren Partner, damit das Beziehungsglück überhaupt funktionieren kann. Und genauso müssen das oft auch Männer machen. Aus einem Video von mir auf YouTube, in dem ich über Red Flags von Frauen spreche, habe ich einzelne Ausschnitte genommen mit diesen Red Flags und habe sie auf TikTok gepostet. Und manche Videos davon sind ziemlich viral gegangen. Und auf die Antworten von anderen TikTok-Usern möchte ich jetzt einfach mal in diesem Video reagieren und meine Meinung dazu geben und vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen, wie ich es gemeint habe und wie andere Menschen meine Aussage fehlinterpretieren, sodass es in ihre Agenda passt. In diesem Sinne, falls du noch nicht gemacht hast, abonniere den Channel, drück den Like-Button, gib auch gerne Kommentare zu diesem Video. Es geht los. Flagge ist, wenn eine Frau in Therapie ist. Noch eine Scheibe Wurst für dich. Also einerseits verstehe ich nicht genau, was für eine Scheibe Wurst, ja. Sie hält die mir so ein bisschen hin, als wäre das jetzt so ein Ding zum Reinstecken. Keine Ahnung, warum sie diese Wurst so offen gerollt dahin hält mit diesem komischen Blick, den sie da jetzt macht, so komplett, also aufgeschminkt, die Augen katastrophal. Ich sag mal so, der Lidstrich ist okay, aber es ist halt ein bisschen too much, ne? Sieht halt auch so ein bisschen aus wie ein Clown. Von der Menge Schminke im Gesicht, so finde ich absolut nicht attraktiv. Und ich weiß auch nicht, welche Aussage das hier machen soll. Hält mir hier so eine Die Wurst erste hin, rote Flagge. ist schon hart. Meint sie damit, ich sollte lieber eine Wurst vögeln als Frauen? Möglich. Schauen wir uns Oh, mal die sich nächste an. nicht für dich verändern möchte, dann ist das eine Riesen. Wow. Da hockt man auf dem Klo, denkt sich nichts Böses. Squall. Die Dame, wie man offensichtlich sehen kann, isst sehr gerne und muss dann auch oft auf dem Klo sitzen. Macht sie auch hier und hat dann anscheinend mein Reel gesehen. Über die For You und dann, wie bist du auf meiner For You gelandet? Das frage ich mich auch. Wenn eine Frau sich nicht für dich verändern möchte, ist das eine riesengroße rote Flagge. Ja. Und das ist auch meine Aussage gewesen. Wenn eine Frau sich nicht für mich verändern möchte, ist das eine riesengroße rote Flagge. Ich habe Fragen. Dann hau mal raus. Wenn du nicht zufrieden mit dieser Frau bist und möchtest, dass sie sich verändert, warum hast du dich dann in sie verliebt? Warum bist du eine Beziehung mit ihr eingegangen? Stopp. Das ist so der erste Punkt. So, ich lerne eine Frau kennen, ich fange an, sie zu daten. Und ich finde sie optisch super attraktiv. Ja? Ich finde sie wirklich attraktiv. Ich hätte diese Frau optisch gesehen gerne an meiner Seite, weil ich sie wirklich attraktiv finde. Nur im Dating-Prozess kommen dann so ein paar Sachen heraus, die ich vorher nicht wissen konnte, bevor ich mit ihr zusammen bin. Oder auch nachdem ich mit ihr zusammengekommen bin, kommt irgendwas raus, was ich vorher nicht wusste, was ich nicht hätte wissen können. Selbst ich, der schon seit 20 Jahren Pickup macht, wo ich mir einbilde, ein bisschen Menschenkenntnis zu haben, ein bisschen gut interpretieren zu können, was gewisse Fehlverhalten in der Zukunft bringen können an Problemen in der Beziehung. Genau da setze ich ja an und sage, hey, schau mal, hier habe ich jetzt was gesehen, in diesem Zeitpunkt. Und jetzt spreche ich es auch an. Und damit das mit uns beiden funktioniert, müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass das anders läuft in Zukunft. Und das kann mir passieren, das kann genauso gut einer Frau passieren, dass sie nach 2, 3 Monaten Datingphase zum Beispiel erfährt, dass er ein Kind hat. Oder zum Beispiel erfährt, dass er gar nicht so oft ins Gym geht, sondern einfach nur zu Hause faul rumhockt und nur den ganzen Tag zockt, wenn er mal seine wahre Seite zeigt. Und das geht der Frau vielleicht auch auf den Piss, weil sie sagt, hey, ich will einen Mann, der engagiert ist, der Bock hat auf Karriere, auf Geld verdienen, der wirklich Bock hat, was im Leben zu reißen. Und am Anfang, als du mich kennengelernt hast, warst du so.
Und jetzt irgendwie, nachdem ich dich so wochenlang beobachtet habe, was du so in deiner Freizeit machst, du hasselst doch gar nicht. Du bist doch faul. Du sitzt doch nur auf deiner faulen Socke rum. Das könnte doch eine Frau genauso sagen. Ja? Nur in der Regel sind es, worüber ich hier spreche, Eigenarten von Frauen, die man vorher nicht hätte wissen können. Die sie gut versteckt hat, die sie gut kaschiert hat, weil sie vielleicht auch am Anfang, als sie dich kennengelernt hat, überhaupt nicht auf eine Beziehung aus war. Und dann hat sie dich kennengelernt und gesehen, hey, das ist ein Kerl, der ist ja ganz anders als all die anderen. Der hat Geld, der sieht gut aus, der hat ein Social Standing. Mit dem Typ kann ich mir eine Zukunft vorstellen. Der hat einen Top-Körper, der ist wirklich ein krasser Typ. So, ich mag den, meine Freunde mögen den, meine Familie mag den, alle mögen den. Ich mag den auch. Und obwohl ich vorher überhaupt nicht offen war für eine Beziehung, will ich diesen Mann. So. Und diese Frau, die vielleicht vorher gar nicht offen war für eine Beziehung, die hat deshalb einige gewisse Eigenarten an sich, die eine Single-Frau auch gerne an sich haben kann. Wie zum Beispiel, dass sie rumhurt, dass sie mit 3 bis 6, 9 Männern schläft die Woche. Das kann eine Single-Frau gerne tun. Aber dieses Verhalten hat Konsequenzen. Dieses Verhalten für einen Mann, der die Auswahl hat zwischen einer Frau, die nicht viele Männer hatte und die viele Männer hatte, warum sollte er die Frau nehmen, die viele Männer hatte? Er hat doch gar keinen Grund dazu. Er bringt sich doch nur Probleme mit rein wegen hohem Bodycount. Und das ist das, was ich sage. Und das kann eine Frau gar nicht verändern. Das ist nicht veränderbar. Aber ihr Verhalten ist veränderbar. Denn in einer Beziehung, wenn sie weiterhin einen Party-Lifestyle leben möchte, den sie als Single-Frau gerne leben kann, und wenn sie nicht Single-Frau gewesen wäre, hätte man sie als Mann ja vielleicht auch gar nicht kennengelernt. Da muss man dankbar sein dafür, zu sagen, hey, sie war Single, hat rumgehurt und irgendwann kam ich und dann bin ich hier und hallo und jetzt bin ich an der Reihe. Aber wenn wir beide in eine Beziehung reingehen, muss sich dieses Verhalten ändern. Ist doch logisch. Es kann doch nicht sein, dass eine Frau in einer Beziehung weiterhin dann rumhurt. Das passt doch nicht. Würdest du mir da recht geben? Sehr wahrscheinlich. Oder andersrum gesehen, wenn ein Mann die ganze Zeit rumhurt und das in der Beziehung halt eben weitermachen möchte. Das funktioniert doch nicht. Das sind Eigenschaften, die eine Person beziehungsunfähig machen. Und von denen spreche ich hier. Dass du mit einer Person, die du von vornherein verändern möchtest, nicht zusammenkommen möchtest, ist doch klar. Wenn ich jetzt diese Frau hier sehe und ich will sie nicht beleidigen, ich finde sie nicht attraktiv. Warum sollte ich überhaupt den Drang haben wollen, mit ihr jetzt zusammen sein zu wollen? Ich würde auch nicht anfangen wollen, jetzt sie zu verändern und sagen, hey, du musst abnehmen. Oder hey, du musst dich anders schminken. Oder hey, du sitzt mal weniger auf dem Klo rum. Warum sollte ich das sagen? Das ist ihr Leben. So wie ich sie jetzt so kennenlerne, finde ich sie nicht attraktiv. Das heißt, ich will sie gar nicht verändern. Aber wenn ich eine Person kennenlerne, die ich attraktiv finde, wo eigentlich alles passt und dann Eigenarten rauskommen, die veränderbar sind, warum sollte man denn nicht dann versuchen, diese paar Kleinigkeiten aus der Welt zu schaffen, damit alles passt? Das ist der Punkt. Schauen wir uns mal an, was sie noch weiterhin zu sagen hat. Denn offensichtlich hat dir ja gefallen, wie sie war, sonst wärt ihr ja kein Paar geworden, ne? Ja, oder nicht auf dem Weg, ein Paar zu werden. Ja. Und dann erwähnst du noch so schön, sie verweigert damit die Chance, sich zu verbessern. Ja. Habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, eine Frau, die sich nicht, eine Frau, die sich dafür entscheidet, sich nicht verändern zu wollen für dich, will sich auch gleichzeitig nicht verbessern. Verbessern für wen? Für dich natürlich. In deinen Augen wäre diese Verhaltensänderung eine Verbesserung. Dass es in anderen Augen möglicherweise anders wäre. Dass wenn eine Frau rumhurt und du sagst, hör auf rumzuhuren, dass dann alle anderen Männer sagen, nein, 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 hur bitte weiter rum, damit ich weiter mit dir schlafen kann, ist doch normal. Das ist doch deren Perspektive. Aber aus deiner Perspektive, deiner eigenen, weil es um eure Beziehung geht, ist das Aufhören von Rumhuren eine Verbesserung. Logisch. Wenn sie permanent Alkohol trinkt und weniger Alkohol trinkt, ist das eine Verbesserung. Wenn sie gar keinen Sport macht und mehr Sport macht, weil du das dir gerne wünschst, ist das in deinen Augen eine Verbesserung? Ja, definitiv, ja. Oh, der arme Blick gerade, den sie drauf hatte, oh, der hat wehgetan. Also grundsätzlich, egal ob Männlein oder Weiblein, seinen Partner verändern zu wollen, ist nie okay. Warum? Es sei denn, es sind wirklich... Jetzt kommt die Ausnahme. Es sei denn, es sind wirklich... Okay. Irgendwelche Angewohnheiten,
die der Beziehung grundlegend schaden. Aber ich habe mir ein paar deiner Videos angeguckt und tatsächlich hättest du mit wesentlich weniger Worten sagen können, dass ich mit dir keine Pop pflanzen will. Was ist das für ein Angriff, ja? Jetzt kommen wir hier wieder in den Gegenangriff. Sie gibt mir im ersten Teil des Satzes recht. Ja, Veränderung ist nicht okay, außer es ist natürlich für Sachen so, ne, die in der Beziehung einfach nicht... Schaden, aber... Ja, genau, die in der Beziehung schaden, ja. Also, warum ist es denn nicht okay, Dinge zu verändern, die einer Beziehung schaden? Ganz genau, sie sagt es ja hier selbst im Endeffekt. Und dann der Gegenangriff ist halt natürlich... Hat einer Videos angeguckt und... Tatsächlich hättest du mit wesentlich weniger Worten sagen können, dass ich mit dir keine Pop pflanzen will. Ja. Vielleicht sind es nicht die Frauen, die du triffst, die sich verändern müssen, um sich zu verbessern. Vielleicht bist es du? Ah ja. Oh, sich nicht. Okay, ja. Also, das ist auch eine klassische Taktik, so, wenn dann kein Argument mehr da ist, dann ist immer dieses Gegenangriff-Argument so, ja, aber was ist denn mit Männern? Ja, aber was ist denn mit dir? Ja, was ist denn mit dir als großen Dating-Coach? Was ist denn eigentlich deine Credibility? Hast du überhaupt irgendwas studiert? Wo ist denn die wissenschaftliche Belegbarkeit von dem, was du sagst? Das ist dann so das Nullinger-Argument, was dann im Endeffekt kommt, um irgendwie noch was sagen zu können, aber es sagt nichts mehr zur Sache im Endeffekt. Es ist nicht mehr inhaltlich relevant. So, schauen wir uns mal das nächste Video an. Wenn eine Frau sich nicht für dich verändern möchte, dann ist das eine... Dann ist das keine Red Flag, wie der nette Herr uns hier versucht zu sagen. Und die Frau versucht auch nicht an sich zu arbeiten. Dann passen die beiden einfach nicht zueinander. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil kurz vorher habe ich eben gesagt, hey, aus deiner Sicht als ihr fester Bindungspartner, der monogam mit ihr leben möchte, ist es sinnvoll, dass du ihr beibringst, treu zu sein, wenn sie es nicht eh schon macht, wenn sie es nicht, eine normale Frau macht das sowieso schon, ich rede jetzt hier von Frauen, die das nicht machen, ja, die wirklich einen Single-Lifestyle gelebt haben, rumhuren und dann in einer Beziehung sind und sagen, ja, okay, ich kann jetzt weiterhin Party machen und so weiter und so fort und sich in Situationen begeben, wo es sehr, sehr leicht dazu führen kann, dass sie rumhurt. So, und hier haben wir einen Kollegen am Start, der das Ganze kritisiert, wo ich aus meiner Sicht interpretieren würde, hey, das ist einer von den Typen, die gerne möchten, dass die Frau weiter rumhurt, weil er davon profitiert. Weil wenn eine Frau rumhurt, ist sie für viele Typen leicht zu haben. Die zahlen nicht denselben Preis wie der Typ, der diese Frau für eine Beziehung haben möchte, sie da auch monogam halten möchte und auch langfristig in diese Frau investiert. Das sind Typen, im Endeffekt, ich will es ihm jetzt nicht unterstellen, aber aus meiner Sicht heraus, wirkt das so, als wäre er einer, der davon profitieren möchte, leichten, schnellen Sex mit einer Frau zu haben und deshalb Frauen darin unterstützt, dass es okay ist, nuttig zu sein. Pass auf. Wenn ein Mensch sich für einen anderen verändern muss, dann gehören die nicht zusammen. Es besteht hier ja keine Diskrepanz in der Anpassung, sondern eine Veränderung eines Individuums ist falsch. Punkt. Warum? Wir Menschen lernen permanent dazu. Wer sich nicht verändert, der lebt nicht. Das geht gar nicht. Veränderung ist absolut normal. Wir verändern uns jeden Tag. So, also Menschen verändern zu wollen, hä, ist falsch. Warum? Wer das anders sieht, bitte. Na, ich sehe das anders, ja. Tu dir keinen Zwang, kommentier gerne. Aber Veränderung ist falsch. Okay, das ist jetzt kein Argument. Ich verliebe mich in einen Menschen. Wenn ich dich nuttig mag, mag ich dich immer nuttig. Und dann muss das auch so sein. Genau. Wenn ich dich nuttig mag, mag ich dich immer nuttig. Und dann muss das auch so sein. Was heißt das denn, Digga? Du lernst eine Frau kennen, die war richtig nuttig mit dir. Die hat sich hingegeben, so direkt ab Sekunde 1 hat dir alles gegeben. So. Willst du, dass sie das dann immerhin weiter so macht mit allen anderen Männern? So? Weil du sie so kennengelernt hast? Willst du denn diese Frau nicht dann auch langfristig an dich binden für eine Beziehung etc., wenn du selber nur rumholen möchtest? Hey, okay, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt. Und meine Aussage nimmt halt solchen Männern permanent die Frauen weg, weil im Endeffekt Frauen dann nicht mehr available sind für diese Männer, die nur Zugang haben möglicherweise zu Frauen, die leicht zu haben sind. Ist jetzt eine Frage, ob das so ist? Deshalb das möglicherweise, weil ich es ihm jetzt nicht hundertprozentig vorwerfen möchte, aber da schwimmt schon so ein bisschen was mit, oder? Nicht verändert werden, weil es anderen passt. Oder wie auch immer. Eine Frau. Gut.
So, schauen wir uns mal die nächste an. Für dich verändern möchte, dann ist das eine riesenrote Flagge. Das finde ich witzig. Riecht die Toxik schon? Die Toxizität? Oder was? Überlegt, wie man Akzeptanz erklären kann. So, Akzeptanz. Wie soll ich akzeptieren, dass meine Partnerin, mit der ich gerne monogam sein möchte, permanenten Party-Lifestyle hat, der damit einfach nicht vereinbar ist? Wie soll man das akzeptieren? Wie? Das wirkt für mich jetzt wie eine Frau, ja, die so einen Lifestyle hat und den rechtfertigen möchte mit: Du hast mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Digga, komm damit klar, dass ich rumhure. Du hast mich so kennengelernt. Mich gibt's nicht treu. Für dich. Weil du nicht der richtige Mann bist, für den ich gerne treu sein möchte. Das gibt doch wieder nur Stress. Das gibt doch wieder nur Stress. Ja, das gibt Stress. Warum suche ich mir nicht eine Freundin, die ich nicht verändern muss? Für dich. Okay, den Punkt habe ich schon erklärt. Es gibt manche Dinge, die man erst im Dating-Ablauf kennenlernt über eine Person, die man vorher nicht wissen kann. Es geht nicht, diese Dinge vorher zu wissen. Es ist manchmal so, dass man gewisse Dinge über eine Person erfährt im Dating-Prozess, die verändert werden müssen, damit man selbst weiterhin noch in dieser Beziehung sein möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es doch auch meine Entscheidung zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr mit dieser Person zusammen sein. Das ist doch vollkommen fein. Das ist wirklich vollkommen fein. So. Und darauf möchte ich hinaus. Weil wenn ich so einer Person sage, hey, du musst das und das verändern, weil mich das stört, so will ich ja mit dir nicht zusammen sein. Das ist ja der nächste Satz. Das ist ja das Nächste. Ich sage, hey, pass auf, das passt mir nicht, dein Verhalten, genau da, genau da, genau da. Das muss verändert werden. Ansonsten bin ich weg. Du kannst auch gerne weiterhin so leben, aber dann bist du nicht mit mir zusammen. Das ist doch fein. Das ist doch auch mein Recht zu sagen, hey, your body is my choice. So, ich suche dich aus. Und wenn du dich so verhalten möchtest, dann möchte ich dich nicht. Dann kommst du doch überhaupt nicht in Frage, für eine Partnerin von mir zu sein. Ist doch logisch. So, schauen wir uns mal den Bogoku an. Wenn eine Frau sich nicht für dich verändern möchte, dann ist das eine riesenrote Flagge. Scheiße, mein Bruder. Ich bitte und hoffe wirklich sehr, dass deine Antwort verdammt gut ist. Denn ich bin der Meinung, dass das, was du da gerade von dir gegeben hast, jetzt schon komplett falsch ist. Weil ich der Meinung bin, dass meine Eltern mich gut erzogen haben. Naja, zu ihrer Erziehung gehört es, Leuten zuzuhören. Denn weißt du, wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, hey, stopp, erzähl bitte nicht weiter. Aber scheiße, erzähl erstmal weiter. Und besonders... Wait, Digga, ich habe einen Satz gesagt und er sagt schon, ey, alles falsch, Digga. Meine Eltern haben mich gut erzogen, Alter. Meine Eltern haben gesagt, ey, hör mal zu, Digga. Aber ich halte erstmal einen Monolog. Na gut, dann erzähl erstmal weiter. Anders dann, wenn sie so Sachen sagt wie, ich bin eine moderne, selbstständige, starke Frau. Das ist doch eigentlich ein Green... Das ist keine Green Flag, Digga. Das ist keine Green Flag, wenn eine Frau sagt, ich bin eine moderne, selbstständige, starke Frau, Feminismus, yeah, Digga. Das ist keine Green Flag, Alter. Das ist Delulu. Das geht gar nicht. Erzähl erst mal weiter. Feminismus, yeah. Ich will mich nicht für dich verändern müssen. Ich will dafür geliebt werden, wie ich bin. Entschuldigung, an dieser Stelle habe ich nur eine einzige Frage. Mein Bruder, wieso zum Teufel kommst du mit jemandem zusammen, den du veränderst? Okay, ich habe das Gefühl, hier wird das oft fehlinterpretiert. Hier geht es darum, du bist schon mit einer Person zusammen und dann willst du sie verändern. Ich glaube, ich habe das in diesem Video jetzt oft genug richtig gestellt. So. In der Datingphase allein schon. Alleine beim ersten Date. Alleine schon beim Kennenlerngespräch, beim allerersten Gespräch kann es sein, dass dir Dinge auffallen, die sie macht, tut, sagt, sich so irgendwie verhält, etc., die dir nicht passen. Das kann schon ganz früh sein. Und es kann auch sein, dass du das ansprichst und die Person sagt, ja, ach so, war das doch gar nicht gemeint und haha, lustig und so, weil die Person auch weiterhin mit dir sein möchte. Sie möchte dich ja auch nicht verlieren. Und Frauen wissen sehr oft ziemlich gut, was ein Mann hören möchte. Und es kann sein, dass eine Frau, die hier irgendwas vom Himmel erzählt und sagt, ja, ich verändere mich, ja, ich mach's, ach, das war gar nicht so gemeint und ach, das war gar nicht so, wie du das jetzt so verstanden hast und ach, Schatz, mach dir da gar keine Sorgen drüber und so, nee, und so und belabert dich.
Und beim nächsten Mal macht sie es genauso. Und lügt dich vielleicht noch darüber an und sagt dir, hey, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Und beim nächsten Treffen mit ihren Freundinnen findest du dann heraus, dass sie genau das gemacht hat. Und dann sagt sie, ach ja, ich habe dir das nicht erzählt, Schatz, weil beim letzten Mal hast du so scheiße reagiert und ich hatte einfach Angst vor deiner Reaktion und deshalb habe ich dir nicht erzählt und bla bla bla. Das ist die Realität. So. Und deshalb rede ich in meinen Videos halt oft auch aus Erfahrung, weil das ist halt oft die Realität ist. So, ne? Und als Mann wirst du halt tatsächlich auch oft so verarscht. Es ist traurig und es tut mir persönlich auch super leid für alle Männer, denen das so passiert ist. Deshalb mache ich ja auch die Videos, weil ich weiß, wie weh mir sowas tut. Ich bin immer fully invested in Beziehungen und super ehrlich und ich habe echt reine Emotionen, aber ich kenne es halt auch, wenn mein Herz einfach in tausend Teile zersplittert wird, weil ich einen absoluten Vertrauensverlust habe, weil so mit mir umgegangen wird. Und das sind Dinge, die du vorher nicht wissen kannst, weil du einer Person auch vertraust, weil ich auch in eine Beziehung reingehe und auch erstmal Vertrauensvorschuss gebe, weil ich auch keinen Grund habe, einer Person von Grund auf nicht zu vertrauen. Warum denn auch? Weil ich schon tausendmal belogen worden bin? Warum denn? Nein, diese tausend Personen sind andere Personen als diese eine, die jetzt vor mir steht. Die hat mich noch nicht belogen, also habe ich noch keinen Grund zu misstrauen. Und deshalb bin ich naiv und bin, sag ich mal, vertrauensvorschussgebend. Und wenn das dann missbraucht wird, das tut richtig weh. Und ich kenne das. So. Also, wo ist dann da das Problem? Ihr versteht mich nicht falsch, aber wenn ich jemanden sehe da draußen, die mir gefällt... Äußerlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann will ich an dieser Stelle erstmal gar nicht ändern. Denn am Ende des Tages hat mir das ja gefallen, was ich da gesehen habe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und naja, was innerlich abgeht, das muss ich erstmal kennenlernen. Hier sagt der Kollege es doch genau richtig. Ich habe die Frau gesehen. Ich finde die optisch attraktiv. Ich will die an meiner Seite haben. Da will ich gar nichts verändern. Da will ich gar nichts verändern. Weil wenn das Optische schon nicht passt, dann will ich sie doch gar nicht erst. Das ist doch der erste Step. Also ums Aussehen in der Regel geht es erstmal gar nicht. So. Also geht es um die inneren Werte. Um das Verhalten der Frau. Und das kannst du doch von Anfang an gar nicht alles kennen, weil du die doch gar nicht gesehen hast in allen Situationen, wie sie sich verhält, wie sie sich dir gegenüber verhält, etc. Und da kann es halt eben zu einer Situation kommen, dass sie da ein gewisses Verhalten verändern muss. Es kann auch sein, dass ihr euch streitet und sie im Streit auf einmal sagt, halt's Maul, du Spast. Was? Wie redest du mit mir? Was ist das für ein Disrespect? Ist das eine Ebene, auf der wir sein möchten miteinander? What the hell? So, weil sie es gewohnt ist, so beleidigend mit ihrem Ex-Freund zu sprechen, macht sie das Gleiche mit dir. Und du hast ganz andere Werte, ganz andere Vorstellungen von Respekt deiner Partnerin gegenüber und du lässt sowas einfach nicht zu. Das muss sie verändern. So ein Streitverhalten, sage ich mal jetzt einfach, dass sie beleidigt im Streit zum Beispiel. Das ist ein perfektes Beispiel. Sowas müsste sie theoretisch verändern, auch praktisch gesehen so. Weil als Mann, der es kennt, gesund zu streiten, lieb zu streiten, der dann auf einmal so eine Furie vor sich sitzen hat, die ihn beleidigt aus dem Nix so, das muss verändert werden. Das geht nicht. Das lässt so ein Mann einfach nicht mit sich machen. Das ist doch logisch. Das auch als Frau. Wenn du auf einmal einen Typen vor dir hast, der dich die ganze Zeit beleidigt, das muss er doch ändern, wenn er mit dir zusammen sein möchte. Logisch. Lass ich mir selbstverständlich sehr viel Zeit. Sollte das aber alles zusammenpassen, komme ich mit der Person zusammen. Und dann nehme ich die Person aber auch genauso, wie sie ist. Deshalb stelle ich dir nochmal die Frage, mein Bruder. Warum möchtest du, dass eine Person sich verändert, mit der du... Bro, zeig mir die Person, wo alles passt. Zeig mir die Person, die du kennengelernt hast in deinem Leben, auch nur eine, wo von Anfang an alles immer gepasst hat, wo nie etwas verändert werden musste. Würde ich super gerne sehen, würde ich ein Video drüber machen, weil das wäre die perfekte Beziehung, sowas habe ich noch nie kennengelernt und es ist absolut unrealistisch, von solchen Utopien auszugehen, wenn es um Realität geht. Vor allem in der heutigen Zeit, wo wir einfach in einer Zeit leben, wo Frauen richtig, richtig schlechte Werte mitbekommen haben, wenn es um Familie, wenn es um Zusammenhalt geht, wenn es um Partnerschaft geht. Frauen sind mittlerweile sehr promiskuitiv und haben in der Regel einen sehr, sehr hohen Bodycount und es ist in dieser heutigen Zeit halt einfach wirklich schwierig, eine Frau zu finden, die alle deine Boxes tickt. Es ist sauschwer, vor allem als nur durchschnittlicher Mann. Da kommst du an diese Frauen überhaupt nicht ran. Nicht mal ansatzweise. Noch nicht mal, also alleine, das scheitert es ja schon am Optischen allein schon. Ja, das Optische ist immer Schritt 1, bumm, das muss stimmen, 10 von 10, okay, danach reden wir weiter und dann schauen wir uns mal deinen Charakter an. Aber wenn du nicht mal an das Optische 10 von 10 kommst, das stimmt ja gar nichts.
in der Bett. Das wird erstmal weiter. Und will mich nicht für dich verändern. Dann bedeutet das, dass sie... Ich find's auch geil, wie er immer diese Blicke macht. Ne? Also ich meine, er macht's ja mit Absicht. Ne? Er macht's ja mit Absicht, aber ich find's geil. Ich mag seine Blicke. Ich mag den Typen eigentlich auch. Ne? Also ich find's in seinen Videos immer lustig. Oh no. Wenn eine Frau sich nicht, dass sie sich dafür entschieden hat, sich nicht zu verbessern. Nein, Bruder, das ist absolut kein Angriff gegen dich, ja? Allerdings werde ich das Gefühl nicht... Das ist kein Angriff, Digga, aber... Na, schauen wir mal. Los, dass du die Wörter, die deinen Mund verlassen, selber dir nicht glauben kannst. Und naja, wäre ich dein Lehrer, würde ich dir einen Gefallen tun und dir einen Ausreichend geben. Dann weißt du die... Ausreichend wäre jetzt bestanden, wäre jetzt nicht durchgefallen, so, ne? Die Wörter, die deinen Mund verlassen haben, waren nicht flüssig genug. Das sah für mich so aus, als ob du für dein Referat nicht gelernt hast. Ist ja auch scheißegal. Das Einzige, was ich zu diesem Video sagen kann, ist... Okay, also er greift jetzt hier an, dass ich nicht flüssig geredet habe, weil ich in einem, keine Ahnung, vielleicht 20-Minuten-Video, wo ich am Stück durchrede und 15 Punkte durchgehe, kurz überlegt habe, wie ich eine Sache formuliere, weil ich aus dem Kopf rausspreche und nicht alles vorher skripte. Okay, ja, okay, ja, manchmal muss ich nachdenken, was ich sage, I get it. Kann man kritisieren, aber wie er es selber sagt, ist ja eigentlich auch scheißegal, ja, weil es tut tatsächlich nichts inhaltlich beisteuern zu dem Thema, ne? Und jetzt sagt er, ja, leben und leben lassen. Aha, was kommt jetzt? Leben und leben lassen. Alles, was ich zu diesem Video hier gesagt habe, ist nur meine eigene Meinung. Ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die komplett anders denken, was auch völlig in Ahnung ist. Aber was mich betrifft, finde ich es absolut schwachsinnig, mit jemandem zusammenzukommen und während der Beziehung die Person dann verändern zu wollen. Also ich bitte euch, Ladies and Gentlemen. Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten. Und scheiße, vertrau mir, du ersparst dir eine Menge Kopfschmerzen, wenn du von Anfang an die richtige Schwester oder den richtigen Bruder an deine Seite ziehst. Bin ich vollkommen fein, Digga. Die richtige Schwester oder den richtigen Bruder an deine Seite ziehen. Wow, das wäre perfekt, wenn jede Person, die man sofort anspricht, genau die richtige Person wäre. Das wäre so wunderschön, dann hätten wir es viel einfacher alle und plus, ich hätte keinen Job. Ganz einfach, Digga. Wenn es so einfach wäre, die perfekte Person zu finden, leider in der Realität ist es halt eben nicht so. In der Realität musst du halt erstmal eine Person kennenlernen und wenn du dann mit der Person zusammen bist und die Person dann erst anfängt, Scheiße zu bauen, ja, dann musst du sie halt dann in der Beziehung verändern. Es ist halt dann so. Oder du musst dich halt trennen. Aber als normaler Mensch, der halt auch für seine Beziehung kämpft, und auch möchte, dass mal eine Sache funktioniert, auch wenn es mal harte Zeiten gibt, versuchst du Dinge zu verändern. Oder nicht? Oder trennst du dich einfach direkt jedes Mal, sobald irgendwas aufkommt in der Beziehung und du merkst, ah, die passt ja doch nicht ganz so perfekt, alles klar, hau rein, ciao. Ist ja auch ein Kriterium der heutigen Zeit. Dann lädt die Frau sich halt einfach Tinder runter oder hat es noch nicht mal gelöscht für dich. Wenn die Frau noch nicht mal Tinder gelöscht hat für dich, dann lädt sie sich die App einfach wieder runter und ist wieder auf dem Markt, wenn die erste Kleinigkeit nicht passt. Ist es das, was du willst? Also, wer keine Veränderung will, im Endeffekt will er ja das. Ist das der richtige Weg dann? Ist natürlich eine rhetorische Frage, weil natürlich ist es nicht der richtige Weg, aber hey, schauen wir uns mal weiter, was er noch zu sagen hat. Veränderungen sind was ganz Normales, aber nicht so, wie der Bruder das beschreibt. Aber hey, ich habe euch schon mal gesagt, leben und leben lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Scheiße, Veränderungen. Was ein Schwachsinn. Wenn eine Frau... Ich mag den Typen, also will ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen, so war witzig. Wenn eine Frau sich nicht für dich verändern möchte, dann ist das eine riesige... So, niedrige Männer brauchen es, Frauen unterdrücken zu können. Okay, also jetzt wird diese Interpretation von Veränderung von mir genutzt, um den Vorwurf zu machen, Männer unterdrücken Frauen, Digga. Und nicht nur das, niedrige Männer. Was sind denn niedrige Männer? Was sind denn niedrige Männer? Von niedrigem Wert? Was ist denn der Wert eines Menschen? Wollen wir mal über Wert von Mensch reden? Da gab es mal so einige Diskussionen. Welche Zahl würdest du denn so einem niedrigen Mann von 0 bis 10 geben? Hm? Das ist halt das Witzige. So die Sachen, die Pickup Artists halt vorgeworfen werden, diese Objektifizierung von Frauen etc. pp., ist genau in diesem niedrigen Männer halt eben auch hier drin. So, weil und im Endeffekt, genau das, was sie mir hier vorwirft, macht sie ja selbst. Sie macht mich jetzt nieder, sozusagen. Sie unterdrückt mich jetzt, indem sie mich niedrig nennt. Digga. Doppelmoral, merkst du selber, gell? Schauen wir uns mal an, was sie noch so schreibt. Diese rote Flagge. Und besonders dann, wenn sie so Sachen sagt wie, ich bin eine moderne, selbstständige, starke Frau. Feminismus, yeah. Ich will mich nicht für dich verändern müssen. Der Richtige will dich so, wie du bist. Diese Person gibt's nur leider nicht. Gibt's nicht, Digga. Es gibt nicht den Richtigen, der dich so will, wie du bist. Den gibt's leider nicht.
Deshalb bist du auch Single. Hauste! Ich will dafür geliebt werden, wie ich bin und will mich nicht für dich verändern. Dann bedeutet das, dass sie... Dann hat sie sich entschieden, nicht mit einem toxischen Bubi zusammen zu sein. Das ist sehr witzig, weil es ist genau diese Diffamierungstechnik, dieses Runtermachen, dieses Niedermachen, was sie im Endeffekt vorwirft, indem sie sagt, hey, niedrige Männer brauchen das, eine Frau runterzudrücken, so. Aber sie macht in dem ganzen Video im Endeffekt nichts anderes, als mich zu versuchen, so runterzumachen, hier mit Begriffen wie toxischen Bubi. Ja, weil ich halt ein Babyface habe. Ich werde 34 jetzt in 10 Tagen, so. Digga, ich werde 34, ich sehe halt jung aus. Es ist, wie es ist. Was soll ich denn machen? Aber, verstehst du? Das ist so diese Doppelmoral, wo Frauen sagen, hey, Männer machen das, Männer machen das, Männer machen das. Aber genau das machen sie in diesem Schritt selbst. So, ja, ist obvious. Und hier merken wir mal wieder, dass gerade im Dating-Bereich die Emotionen sehr, 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 sehr schnell hochkochen und hier nicht wirklich mit Rationalität gearbeitet wird, sondern mit Emotionalität. Und hier merken wir auch, dass im Dating-Bereich du immer schauen musst, wo liegen die Interessen der gewissen Personen, die da gerade sprechen. Ist es gerade die promiskuitive Frau, die irgendwie noch versucht, ihren sozialen Wert irgendwie hochzuhalten, obwohl ihr Bodycount schon ins Unermessliche gestiegen ist. Jeder, der sie kennt, Nudes von ihr hat und einfach sie überhaupt keine Exklusivität mehr besitzt? Oder ist es jetzt hier der Typ, der möchte, dass Frauen weiterhin rumhuren und nicht treu sind, weil er weiterhin Zugang zu solchen Frauen haben möchte? Oder sind es Frauen, die ganz genau wissen, egal wie sehr sie sich verändern, sie werden nie gut genug sein für die Männer, die sie haben wollen, weil die Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, so schwerwiegend sind, dass die Konsequenzen davon einfach nicht wieder gut zu machen sind. Und genau in dem Punkt kommen wir dann halt zu einer gewissen Irrationalität der Aussagen von Menschen, die um ihren eigenen Status zu verbessern, versuchen dir Werte und Moralvorstellungen aufzudrücken, die nicht gut sind für dich. Deswegen denk mit deinem eigenen Kopf, versuch selbst deine Entscheidung zu treffen, was du gut findest, was du nicht gut findest und danach wirklich auch danach zu handeln, weil das gibt dir persönlich die Macht zurück, zu entscheiden, mit wem du bist, wie glücklich du bist und ja, wie soll ich sagen, die Partnerin an deine Seite zu ziehen, die dann auch wirklich zu dir passt, die du dann auch formen kannst, sodass, wenn du wirklich das Gute für die Beziehung im Kopf hast, und das solltest du als Mann haben, und ganz ehrlich, Männer, die wirklich eine Beziehung haben wollen, bei denen werfe ich das einfach mal vor, dass sie auch immer an das Gute für die Beziehung denken, weil ich es von mir selbst kenne. Das ist egolos. Da nimmt man sich auch gerne mal egotechnisch einfach mal zurück. Alleine die Tatsache, dass du der Frau nach einem gewissen Fehlverhalten noch eine zweite Chance gibst, ist ja schon ego-free. Du könntest auch direkt beim ersten Mal sagen, hey, sowas ist jetzt aufgepoppt, hey, sorry, tut mir leid, du passt nicht zu mir, hau rein, ciao. Aber du glaubst doch an deine Partnerin. Du glaubst doch daran, dass sie dich glücklich machen möchte. Du glaubst doch daran, dass es ihr so viel wert ist, dass sie sich für dich verändern möchte. Und wenn sie das nicht ist, dann hey, wenn du das merkst und dann weiterhin mit ihr zusammen sein möchtest, dann liegt es an dir. Dann ist es dein Problem. Ja? Wenn du eine Partnerin hast, die sich nicht für dich verändern möchte, der du nicht wichtig genug bist und sie sieht, wie sehr es dir wehtut, was sie immer wieder macht, dann wirst du misshandelt. Und wenn du das weiterhin akzeptierst, bist du daran schuld. So. Genug gesagt, ich habe meinen Punkt, denke ich, deutlich gemacht in diesem Video. Ich denke, Veränderung zu verlangen, wenn es aus einem guten Beweggrund ist, ist was absolut legitim ist, was dem Partner sogar helfen kann, sich in eine richtig gesunde, gute Richtung zu entwickeln. Und wenn das ein Partner nicht möchte, ist das auch komplett eine feine Entscheidung. Und da musst du halt damit leben. Und das ist auch vollkommen okay. Und es macht dich nur attraktiver, wenn du von so einer Person einfach dann auch wegrennst und sagst, hey, Schlussstrich, so lasse ich mich nicht behandeln. Das ist nicht mein Niveau, das sind nicht meine Werte, das ist nicht meine Moralvorstellung
Und das ist nicht die Partnerin, von der ich am Anfang gedacht habe, dass du das sein könntest. In diesem Sinne, abonnier den Channel und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, gehst du auf flirtempire.com und trägst dich dort mal für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dann telefonieren wir mal miteinander und schauen, was wir für dich machen können, was so deine Ziele sind im Leben, im Datingbereich und was ich da für dich machen kann, um dich da auf das nächste Level zu heben. Danke dir fürs Zuschauen. Viel Spaß in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.